Maximalen Erfolg im Online-Business. Welche täglichen Tasks gibt es zu tun, um wirklich erfolgreich zu werden? Um die 1000, 10.000, 100.000 Dollar an Einkommen zu erreichen? Genau darüber sprechen wir im heutigen Video. Direkt Daumen nach oben, Kanal abonnieren und wir legen los. Ja, Lieben, ich freue mich enorm, euch ein weiteres Coaching-Video präsentieren zu dürfen. Die ersten zwei Episoden sind schon online. Wir haben im ersten Teil ganz klar über Commitment, Einstellung, Mindset gesprochen, was wirklich die Grundvoraussetzung sein muss. Dann haben wir im zweiten Video dargestellt, was wichtig ist bei der Tagesroutine, dass wir viel Energie haben, ja, oder auch wie wir es überhaupt in unseren Alltag integrieren können, auch wenn wir gegebenenfalls noch in Vollzeit arbeiten und nebenberuflich unser Business aufbauen, worauf es zu achten und vor allem, dass man das Ganze, ja, sein Business allumfänglich betrachtet. Wir selbst, unsere Fitness, unsere Energie ist entscheidend für den Erfolg im Business. Und heute schauen wir uns wirklich an, welche Tasks gibt es letztendlich wirklich zu tun, um eben erfolgreich Netzwerkaufbau zu betreiben, um sein Team zu vergrößern, um eben Abschlüsse zu generieren, um Geld zu verdienen und eben zielführende Tätigkeiten zu machen, um letztendlich erfolgreicher zu werden. Vorab, das Ganze ist overall, ja, egal in welchem Business du da gerade bist. Das ist komplett unabhängig. Ich mache das Ganze kostenlos hier auf YouTube. Ich habe das auch schon im ersten Video gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt richtig ist, das Ganze kostenlos zu machen. Weil letztendlich könnte ich daraus einen Online-Kurs machen, den für zigtausend Euro verkaufen. Dann würden das wahrscheinlich viele Menschen mehr wertschätzen. Ich habe es auch aus den Aufrufzahlen gesehen. Wenn da jetzt ein Video kommt, Millionär fährt Lambo, 1 Million Aufrufe. Millionär erklärt, wie man erfolgreich ein Online-Business ist, 500 Aufrufe. Daran sieht man, warum viele Menschen eben nicht erfolgreich werden, weil sie eben genau das Wissen, was es da hinten bringt, um die Million zu haben, nicht tanken. Deswegen umso besser, dass du dabei bist. Und wenn du auch was zurückgeben willst, dann schreib mal gerne einen Kommentar. Es kann Hashtag Gewinner-Mindset sein, Hashtag Daily Routine oder einfach, was deine persönlichen Beweggründe sind, warum du dir ein Business aufbaust, warum du mehr Geld verdienen willst und warum du Erfolg haben willst. Nun aber genug geredet, jetzt starten wir dich rein. Mit welchen Tasks starten wir? Ich persönlich baue aktuell das Online-Business bei Shopli auf. Ich habe in einem anderen Video die Shopli-Geschäftsmöglichkeit erklärt. Wir sind mittlerweile, glaube ich, über 500 Menschen im Team und weit über 50 davon sind bereits Influencer Pro geworden, haben schon ihre ersten Gelder verdient und es geht gerade erst richtig los. Wenn du noch nicht dabei bist, schreib mir bei Instagram mit Hashtag Chance deiner E-Mail und Telefonnummer, da kannst du natürlich immer noch dabei sein. Wir sind immer noch super, super early dran. Aber auch, wie gesagt, wenn du in einem anderen Business willst und du willst letztendlich wissen, was letztendlich wichtig ist, um mehr Kunden, mehr Abschlüsse und mehr Geld zu verdienen, dann passt jetzt auf jeden Fall gut auf. Ich habe ja schon gesagt, ich mache immer Workblocks. Ja, ein Workblock sind bei mir immer 90 Minuten maximal. Und in diesen Workblocks mache ich verschiedene Tasks. Zum Beispiel eine Viertelstunde das, 10 Minuten das, eine halbe Stunde das. Was könnte jetzt gerade für die Starter der erste Worktask sein? Setup einer Social Media Präsenz. Worktask 1, 15 Minuten dein LinkedIn-Profil erstellen. Warum LinkedIn? Weil LinkedIn eine Business-Plattform ist. Du kennst doch die ganzen Leute, die dich hier auf Instagram dementsprechend irgendwo vollschreiben und sagen, hey, willst du ein Online-Business aufbauen, ganz viel Geld verdienen, komm in meine Gruppe. Die Gruppe ist das Geilste. Keiner hat Bock auf sowas. Wenn du Business-Kontakte ansprechen willst, dann ist LinkedIn deine Plattform. Task Nummer 1, Setup eines Social Media Profils auf LinkedIn. Hab das tatsächlich auch jetzt gerade erst neu gemacht. Ich habe sonst nie über LinkedIn letztendlich neue Kontakte generiert. Blend an der Stelle gerne mal mein Profil ein. Wir sehen es hier, CEO, Bali Real Estate, Networker, YouTube Creator and a former Bodybuilder with a passion for sport. Also ich bin sportbegeistert, ehemaliger Bodybuilder, mache YouTube Content, CEO einer Real Estate Company und Networking, Connect mit Menschen, macht mir extrem viel Spaß. Kurz und knapp dargestellt. Dann gesagt, ich habe Fitnessökonomie studiert, also auch einen Bachelor gemacht habe und bereits einige selbstständige Tätigkeiten im Krypto-Education-Bereich, also Wissensvermittlung, eben schon gemacht habe. Auch ich kann mein Profil natürlich noch deutlich verbessern, gar keine Frage. Natürlich kann man dort noch eigene Blogs erstellen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich habe es jetzt auch gerade für dieses Business neu aufgebaut. Ich habe sonst über Facebook halt wirklich sehr, sehr viele Kontakte gemacht. Dann natürlich Setup eines Facebook-Profils. So, jetzt seht ihr mein Facebook-Profil eingeblendet. Ich habe da ein bisschen auffälligeres Titelbild mit ein paar Mädels mit den Bali Beach Spätzle im Hintergrund. Ihr seht, sie schon über 2700 Freunde aufgebaut. Seit 2020 in Bali, Geschäftsführer Bali Invest, Finanzvertrieber und Unternehmer.
Dann sieht man ein bisschen was, habe auch mal das ein oder andere Posting gemacht, zum Beispiel Webinare bei uns Immobiliencompany, zum Beispiel die Berichte veröffentlicht, ab und zu mal Mühe gepostet, aber auch mal was Privates, wo ich zum Beispiel in den Philippinen war, hat auch einigen Menschen gefallen. Also einfach ein bisschen dich persönlich letztendlich darstellen. Aber Thema Content posten ist noch ein anderer Part. Jetzt erstmal Part Nummer 1 kann Setup deiner Social Media Profile sein. Plattform, Facebook, LinkedIn, Instagram. Das sind so die drei Plattformen, wo ich persönlich am meisten Erfahrung mit habe. Für YouTube, das ist natürlich ein längerer Aufbau. Klar, natürlich, ihr seht, ihr seid gerade auf YouTube, natürlich nutze ich YouTube, aber ich sag mal, grundsätzlich, wenn du dir zwei oder drei dieser Plattformen aussuchst, reicht das voll und ganz aus. Task Nummer 2. Du musst natürlich mit Menschen über dein Produkt sprechen. So was jetzt die meisten Menschen machen, wenn sie ein Social-Media-Profil haben, sie schreiben wahllos irgendwelche Menschen an, ey, Online-Business und Geld verdienen und ey, du wärst reich, komm in die Gruppe und diese ganze Porsche Cayman S, Jungs. Leute, keiner hat da Bock drauf. Auch wenn das vielleicht vor 20 Jahren mal geklappt hat. So geht man nicht vor. Wenn wir es auf das Shopli-Business beziehen, welcher Mensch will nicht beim Shoppen weniger bezahlen? Mal grundsätzlich die Frage. Wenn du die Möglichkeit hast, bei Amazon einzukaufen oder bei einer anderen Plattform, bei der Plattform kannst du günstiger einkaufen, wo gehst du einkaufen? Dementsprechend fangen wir natürlich mit dem warmen Umfeld an. Die Menschen, die uns bereits vertrauen, die Menschen, die wir bereits eine Beziehung aufgebaut haben. Wenn du jetzt denkst, ey, das ist jemand, der shoppt gerne. Klar, der macht Online-Einkäufe, so gut wie jeder Mensch. Eine Nachricht rausschicken. Ich mache immer das Ganze mit Sprachnachrichten. Hey, mein Lieber, lange nichts gehört. Ich hoffe, dir geht's gut. Du, pass auf, ich habe gerade mal eine Frage. Ja, machst du bestimmt auch viel Online-Shopping auf Amazon oder sowas? Stell dir mal vor, da draußen gibt es eine Plattform, wo man 10%, 20%, 30% günstiger einkaufen kann. Ist das interessant? Ja, was ist das für eine Frage? Natürlich, wenn man Geld beim Einkaufen sparen kann, ist das doch mega. Wie soll das funktionieren? Du, pass auf, gib mir mal deine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Ich schicke dir mal einen Link. Fertig. Und du musst jetzt gar nicht eine große Geschäftspräsentation machen oder sagen, ey, und hier Geld verdienen und sowas. Hey. Das kann er ja selbst entscheiden, ob er ein Business aufbauen will oder was auch immer. Wenn du ihn erstmal nur als Kunden approach, dann fragst du genau das, was ich dir gesagt habe. Er sagt, ja, du machst den Registrierungslink fertig. Sind ja immer individuelle Registrierungslinks. Das ist ja auch das Schöne beim Shopify-Business, dass man hier nicht irgendwelche Leute mit Links vollsperren, sondern man immer personalisierte Links über die Invite-Page erstellt. Du schickst ihm einen Link zu, er registriert sich. Dann hat er ja eben auch schon auf der Plattform, wenn er auf Upgrade Now kriegt, 3 Videos, die letztendlich eben auch alles erklären. Ansonsten gibt es ja noch viel, viel weiteres Material, was du letztendlich auch zur Verfügung hast. Weiterer Fall, du kennst jemanden, der eigene Produkte hat. Der verkauft Socken oder Gummistiefel oder einen Online-Kurs oder hat eine ganz große Innovation, die auf den Markt gebracht wird. Der hat einen automatischen Sockenanzieher. Mir ist gerade wirklich nichts Besseres eingefallen. Machst du Sprachnachricht? Hey, mein Lieber, hey, meine Liebe, du bist doch selbstständig mit deinem Unternehmen. Du, pass auf, da bist du grundsätzlich daran interessiert, mehr Umsatz mit deinem Unternehmen zu generieren und das Ganze gegebenenfalls sogar international anbieten zu können, weil dadurch keine größeren Kosten würde ich entstehen. Hey, ja, ja, logisch, klar. Ich meine, ich will mein Geschäft immer skalieren. Ich bin ja nicht ohne Grund selbstständig geworden. Natürlich will ich mehr Umsatz machen, aber wie, wo, was, worum geht's denn? Ja, pass auf, gib mir deine E-Mail-Adresse. Hier, registriere dich mal. Die Menschen registrieren sich auf der Plattform, klicken auf Upgrade Now, da wird das Konzept erklärt. Gleichzeitig werden sie auf den YouTube-Kanal hingewiesen. Auf dem YouTube-Kanal gibt's noch mehr Videos, die das Ganze noch mehr erklären. Auch hier, du musst ihm nichts verkaufen. Wir sind hier nicht mehr im Network vor 10 Jahren, wo du irgendwelchen Leuten 30 Zoom-Calls machst und irgendwelche Produkte verkaufst. Alles selbst erklärt. Und im Oktober, wenn die Plattform live ist, hast du sogar einen eigenen Sales-Funnel. Da wird's noch einfacher. Und da habe ich auch eine super Nachricht zu. Da hat mir auch einer gesagt, du, pass auf, Kevin, die Leute stellen dir ganz Rückfragen. Ich kann es gar nicht erklären. Und ich sage denen auch ganz ehrlich, du, pass auf, ich habe es kennengelernt. Ich habe ein extrem gutes Bauchgefühl. Hat mich absolut begeistert. Aber ey, ich bin da jetzt gerade seit einer Woche dementsprechend gestartet. Natürlich verstehe ich noch nicht alles. Aber wir haben hier Experten, komm auf einen Upgrade-Call. Oder ey, ich habe hier eine Aufzeichnung vom letzten Upgrade-Call. Und du kannst die Menschen dann nicht mit all den Informationen versorgen. Beziehungsweise es ist öffentlich auf dem YouTube-Kanal. Hier gibt's alles transparent. Hier gibt's nichts zu verstecken bei dem Business. Nächster Fall. Du hast jemand Umfeld, der ist im Vertrieb tätig. Du weißt ganz genau, das ist jemand, der geht super gerne auf Menschen zu. Das ist ein Verkäufer, das ist gegebenenfalls sogar ein Leader, das ist ein Teambuilder. Dann schickst du ihm eine Message. Hey, mein Lieber, ich weiß ja, du bist vertrieblich aktiv, du hast ja auch Networking-Erfahrung. Du, pass auf, ich habe was kennengelernt, was komplett deine Wahrnehmung sprengen wird, weil es noch nie in der Form so da gewesen ist, einfach so viele Anwendungsbereiche hat. Da bist du mir direkt in den Kopf gefallen. Ich glaube, du kannst hier eine Menge Geld verdienen. So, dann kommt der Vertriebler gegebenenfalls sogar zurück mit einer Nachricht, wo er sagt, ja, weißt du was, jeden Tag bieten mir Leute irgendeinen Scheiß an, jetzt kommst du auch auf mich zu. Ja, was soll das denn sein? Du, pass auf, ich will dich auch gar nicht dementsprechend nerven oder dir irgendwas verkaufen. Ich habe einfach nur gedacht, das ist für dich eine gute Möglichkeit. So, gib mal E-Mail-Adresse,
Ich mache das fertig, kannst dich kostenlos registrieren. Du machst den Registrationslink fertig, schickst ihm das zu, er meldet sich an, er schaut sich dementsprechend den Überblick der Plattform an. Natürlich gibt es danach noch weitere Prozesse. Wir machen Q&A, Upgrade Calls, wo ich und der Michael bereitstehen und euch natürlich noch die ganzen Fragen beantworten. Es gibt natürlich auch noch interne Schulungen und so weiter und so fort. Das ganze Konstrukt, wir haben jetzt mittlerweile eine Community-Gruppe aufgemacht, wo auch immer noch mal Informationen geteilt werden. Link in der Videobeschreibung, kostenlose WhatsApp-Community-Gruppe. So, jetzt haben wir letztendlich Kunden abgedeckt, jetzt haben wir Influencer, Marketer, Affiliates abgedeckt und wir haben eben auch Unternehmen abgedeckt. Nicht? Diese Plattform ist für jeden interessant. Bei welchem Unternehmen will nicht mehr Umsatz machen? Welcher Vertriebspartner gerade in der aktuellen Zeit des Network-Marketings, ja, wo einfach so viele Scam-Firmen da draußen sind, wo man ein Jahr aufbaut, dann fällt das Ganze wieder zusammen, hier wieder aufbauen, fällt wieder zusammen. Hier hat man ein langfristiges Business mit extrem erfolgreichen Menschen eben dahinter, wo man ganz genau weiß, ey, das ist ein Erfolgsgerät und ich bin am Anfang an dabei. Oder einfach nur für den klassischen Kunden, der seine Produkte einfach günstiger bestellen kann in Zukunft. Ohne Menschen irgendwas vom Himmel zu versprechen, auf eine ehrliche, saubere Art und Weise. So, und auch das wieder in einem Task aufgeteilt. Du setzt dich wirklich eine Viertelstunde hin oder 10 Minuten, gehst dein Handy dementsprechend durch oder machst dir vor eine Liste, wen will ich kontaktieren? Ah, der Kunde, der Business, der Unternehmen. Gehst deine gesamte Kontaktliste durch, schreibst ebenfalls alles auf oder du gehst direkt in die Umsetzung, während du die Kontaktliste durchgehst. Das ist dir überlassen. Ich will gar keine Vorschrift machen, das sind eh alles nur Richtlinien, aber das letztendlich, man warme Kontakte, richtig Approach. So, das ist ein weiterer Worktask und gegebenenfalls beim warmen Umfeld kann dieser Worktask sogar so lange dauern, dass du jetzt schon die ersten 50 bis 100 Menschen kontaktiert hast und dein erster Workblock abgeschlossen ist. Ja, dann, du weißt es, Pause, habe ich dir im letzten gesagt, Sport machen, Nap machen, Kaffee trinken, was auch immer. Wirklich, du machst ein kurzes Break. So, ich will die Videos gar nicht zu lang werden lassen, aber einen weiteren Task gebe ich euch natürlich noch mit auf die Reise. Das eine sind warme Kontakte. Das ist dein Umfeld. Das sind Menschen, die du so oder so kennst. Das andere sind kalte Kontakte, Menschen, die du noch nicht kennst, ja. Und viele sagen auch, ich habe noch gar nicht so ein großes Netzwerk. Ich habe gar nicht so viele Menschen im Umfeld, für die das gegebenenfalls interessant sein könnte. Erstmal, urteile nicht über andere Menschen. Die Menschen können selbst entscheiden, ob es für sie interessant ist oder nicht. Und meist sind die Menschen nachher deine besten Partner, deine besten Geschäftspartner, wo du es gar nicht erwartet hättest. Deswegen Vorverurteilung ist hier absolut fehl am Platz. Und ja, natürlich werden auch Menschen negativ zu dir zurückkommen und sagen, hey, warum laberst du mich mit sowas voll, bla bla bla. Das gehört ganz, ganz klar dazu. Wo gehobelt wird, da gehören Späne. Da bekommst du früher oder später auf jeden Fall auch ein dickes Fell. Bei warmen Kontakten natürlich weniger als bei Kaltkontakten. Aber bei Kaltkontakten, da machen auch die meisten Menschen, was ja auch die Königsdisziplin ist, die meisten Fehler. Neue Kontakte approachen und die kommen direkt in der ersten Nachricht und sagen, hey, ich habe eine super Businessmöglichkeit für dich. Da denkt sich doch ein Fremder. Du kommst zu mir und willst, dass ich Geld spare? Du kommst zu mir und willst, dass ich mehr Geld verdiene? Wir kennen uns doch nicht mal. Ist ja komplett heuchlerisch. Wenn du mal so überlegst, ja, warum sollte ein fremder Mensch, den du noch nicht kennst, dir was Gutes wollen. Dementsprechend mache es ganz, ganz anders. Wie ich schon am Anfang gesagt, du hast jetzt deine Social-Media-Profile aufgebaut. Ja? Dann gehst du zum Beispiel auf Facebook in Gruppen rein für Geschäftsmöglichkeiten. Oder wenn du jetzt sagst, du willst wirklich High-Quality-Kontext, dann gehst du in Gruppen wie Luxusimmobilien, Luxusuhren, Networking-Gruppen würde ich jetzt nicht so empfehlen, weil da teilweise so der Abschaum des Network-Marketings, die Leute, die mich alles verkehrt machen, auf Deutsch gesagt, die hängen meist in solchen Network-Gruppen rum. Deswegen würde ich da eher Abstand von nehmen, die überall ihre Reflinks hinposten und sowas. Ah, das sind Menschen, mit denen willst du auch gar nicht zusammenarbeiten. Kann ich letztendlich nur von abraten, sondern eher wirklich High-Quality-Kontext dementsprechend nehmen. In Gruppen wie zum Beispiel Tech-Startups und auch Reisen, Auswandergruppen, weil jemand, der sich mit dem Auswandern beschäftigt, für den ist er auch Online-Business interessant. Du kannst natürlich auch selber überlegen, wo könnten Menschen sein, die irgendwo online Geld sparen wollen, die irgendwo online Geld verdienen wollen oder wo sind Unternehmen, die letztendlich natürlich mehr Umsatz machen wollen. Unternehmertreff und so weiter. Gibt tausende Gruppen. Du gehst in die Gruppen rein, schaust dir an, wer rein ist und lädst dort erstmal die ersten Menschen zur Freundschaft ein. Gerade wenn du ein neues Profil hast. Sobald du mal die ersten 50 bis 100 Freunde hast, schlägt Facebook dir automatisch Menschen aus dieser Zielgruppe zu. Dann siehst du schon Freunde von Freunden und das sind alles Menschen, die eben auch Unternehmer sind, weil Facebook hat ja einen Algorithmus und der erkennt natürlich, dass du dich mit Menschen connecten willst, die unternehmerisch tätig sind, die auswandern wollen, die online arbeiten wollen und so weiter. Auf einmal kriegst du super Freundschaftsvorschläge, die du alle letztendlich nur noch zur Freundschaft einladen musst. Achtung, auch da wieder nicht Hunderte auf einmal, sondern immer ein Workblock.
du machst das zum Beispiel 10 Minuten Freundschaftsanfragen, da lädst du in der Zeit vielleicht 50, 60, 70, 80, 90 Leute ein. Irgendwann blockt dich Facebook auch, deswegen immer dosiert machen. Ich würde maximal dieses Freundschaftsanfragen schicken, 10 Minuten machen. Auch Achtung, schau dir den Profil auch nochmal kurz an, nicht düp, sondern schau dir kurz das Profil an, gegebenenfalls machst du nochmal ein Like oder wenn du ein cooles Bild siehst, machst du nochmal einen Kommentar. Wir wollen eine persönliche Bindung aufbauen. Deswegen gib ihm nochmal Feedback, gib ihm mal ein Like. Gib doch erstmal was raus, um diesen Menschen letztendlich überhaupt auf dich aufmerksam zu machen. Weil dir wird wohl kaum jemand böse gestimmt sein, wenn du 2, 3 seiner Bilder likest und irgendwo beim letzten Familienurlaub, wo er in Mallorca war, sagst du, ey, richtig cool, scheinst ein Familienmensch zu sein, gefällt mir, Daumen nach oben. Warum sollte der dir jetzt negativ gegenüber sein? Und so fängt schon an, die Beziehung letztendlich irgendwo aufzubauen. Dasselbe auf LinkedIn. Da kannst du zum Beispiel sogar speziell Investor eingeben. Da zeigt er die Investoren an oder Geschäftsführer. Da zeigt er die Geschäftsführer von Firmen an. Quality, Context, die dich im Leben so nach oben pushen können. Dann folgst du den ganzen Menschen einfach erstmal. Die Leute sehen, hey, da folgt mir eine neue Person. Die schauen sich mir auch in dein Profil an. Je ansprechender dein Profil aussieht, klar, desto besser ist es natürlich. Deswegen kann ich dir auch nur raten, beim Setup deines Profils poste ein paar schöne Bilder. Und das kann natürlich auch sein, wenn du mit Freunden beim Essen bist. Ja, da kannst du einfach sagen, hey, wieder ein cooles Geschäftsessen gehabt, richtig gute Gespräche gehabt, wie man im Leben besser vorankommt und dass das Leben letztendlich so viele Chancen gibt. Generell sollten wir viel mehr Chancen sehen als Risiken. Ein paar coole Sprüche. Du kannst auch ChatGPT fragen. Gib mir aber ein paar coole Zitate, die ich mir dann meine Bilder schreiben kann. Sei kreativ. Du musst nicht alles selber dir ausdenken. Ja, und auch ein bisschen Persönlichkeit dementsprechend mit reinbringen. Wenn du zum Beispiel gerne Tennis spielst, dann poste halt mal ein Bild, wo du beim Tennis bist. Oder wenn du in den Alpen gerne wandern gehst, dann poste halt ein Bild, wo du beim Wandern bist. Oder wenn du so einen süßen Hund hast wie ich, dann poste auch mal ein Bild mit dem Hund. Kommt gegebenenfalls auch bei den Frauen. Super gut an. Jetzt habe ich zum Beispiel hier mein Chiyu mit dem Bild drin. Ich weiß gar nicht, was das Kamera noch sieht. So, jetzt ist es natürlich schon gleich viel, viel sympathischer, dieses Video. Jetzt haben wir Facebook abgedeckt. Jetzt haben wir LinkedIn abgedeckt. Natürlich, wenn wir die Menschen zur Freundschaft einladen, beziehungsweise folgen, natürlich müssen wir die Menschen auch kontaktieren. Und wie wir sie richtig kontaktieren, das lernen wir im nächsten Coaching-Video. Wenn dir der Content heute gefallen hat, Daumen nach oben, schreib einen Kommentar rein. Wir sehen uns beim nächsten Coaching-Video. Ich freue mich enorm drauf. Maximal Erfolg. Und wenn du beim Shopify-Business dabei sein willst, schreib mir bei Instagram mit Hashtag Chance deiner E-Mail oder Telefonnummer. Und wir geben gemeinsam Gas. Das wird richtig, richtig groß. Bis bald.